Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Car-Mechanic Simulator 2021. Wir haben in der letzten Folge unseren alten Mustang hier auseinandergenommen und können theoretisch mit dem Neuaufbau beginnen. Aber wir haben ja auch einen weiteren Kampagnenauftrag angenommen. Und bei diesem Kampagnenauftrag ist der Motoraufbau ein bisschen interessanter, weil wir haben tatsächlich in diesem kleinen Auto den Motor hinten. Es ist total verblüffend. Und ich freue mich sehr drauf, diesen Motor hier auseinanderzunehmen. Ich weiß nicht, ob wir schon mal so einen Motor hier hatten in dem Sinne oder mit diesem Aufbau. Freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Wir haben aber hier sehr, sehr viele Teile kaputt, so wie es aussieht. Und wir haben noch keine Prüfung durchgeführt. Deswegen werden wir in dieser Folge jetzt erstmal anfangen mit Fehler auslesen. Dann werden wir mal gucken, dass wir den Kompressionen und so weiter alles Mögliche hier durchtesten. Wir werden die Elektronik prüfen. Wir werden vielleicht auch mal auf den Diagnosepfad gehen und mal gucken, ob wir da die Karre vielleicht nochmal drüber bewegt bekommen. Vielleicht fährt sie ja auch noch und wir können vielleicht auf die Teststrecke. Das müssen wir auch nochmal austesten. Wir werden auf jeden Fall... Der Motor ist nicht komplett. Darf ich fragen, was fehlt? Ich habe Angst, wenn da jetzt steht schon, der Motor ist nicht komplett. Ich habe nur ein Teil abgenommen. Dann fehlt wahrscheinlich im Innenleben irgendwas. Gut, das deutet schon mal darauf hin, dass wir sehr wahrscheinlich... Kann das sein, dass die Ölwanne fehlt? Die Ölwanne fehlt. Das ist dem Fahrer nicht aufgefallen, dass die Ölwanne fehlt? Das gibt's auch gar nicht. Okay, hier ist auch alles kaputt. Ja, ich bin gerade überlegen, ich glaube, wir machen die Ölwanne schnell mal dran. Aber da ist halt kein Öl drin. Kann sein, dass der Test dann trotzdem nicht geht. Wir gucken mal. Ölwanne müssen wir sowieso kaufen. Für die jetzt dann nochmal wegmachen oder nicht, ist es komplett wurscht. So, wir bringen die gerade mal an. Vielleicht können wir dann den Test machen, auch mit trockenem Motor. Aber ich möchte halt, dass die Ölwanne dran ist. Kann ich auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen. So, bist du jetzt testbereit? Der Motor springt nicht an, okay. Ja, gut. Dann prüfen wir wenigstens noch die elektrischen Bauteile. Es wundert mich aber auch gar nicht, dass die Karre nicht anspringt. Ich muss dann gleich nochmal gucken, was der Mindestzustand von dem Fahrzeug ist. Lüfterzarge ist kaputt, okay. Lichtmaschine ist auch kaputt, super. War klar, weil der Motor nicht anspringt. Okay. Das hat mir eigentlich gerade so gut wie... hat gar nichts gebracht. Das ist Lüfterzarge und so weiter, Lichtmaschine. Ja, okay, aber wir haben immer noch halt ganz, ganz viele Seiten mit Zeugs. Was kaputt ist. Und ich glaube, ich würde gerne... mir den Motor mal komplett angucken. Weil hier doch sehr, sehr viel verrostet ist, was schon mal sehr merkwürdig ist. Ich meine, es hat nichts zu sagen an sich, verrostete Schrauben und wenn die Teile gut aussehen, es sagt nichts über den Zustand wirklich aus. Aber wir haben so viele Teile. Will ich wenigstens mal hier einen Blick reinwerfen. Aber die Kolben sahen von unten eigentlich auch recht okay aus. Und hier die Nockenwelle sieht eigentlich auch ganz gut aus. Können hier auch nochmal reingucken auf der Seite. Ich finde aber die Nockenwelle sieht gut aus. Gut. Dann machen wir es erstmal anders. Wir nehmen erstmal hier die ganzen Teile auseinander, die kaputt sind. Dann haben wir die schon mal von der Liste runter. Und wenn dann noch was übrig ist, dann müssen wir den Motor auseinandernehmen. Aber jetzt den Motor komplett auf gut Glück auseinandernehmen, ist ein bisschen, ja, sind befreit. Vielleicht sind es ja alle Teile einfach, die wir hier sehen, die kaputt sind. Muss ich das auseinandernehmen? Ja, musste ich, genau. Wenn ich das rausnehmen will, muss ich, ja. Alles klar. Gut, Radnabe muss noch weg, beziehungsweise Radlager. Radnabe muss dann weg. So. Was ist denn der Mindestzustand, was er haben will? 78%.
Okay, da müssen wir dann von unten dran. Müssen wir auch von unten dran. Müssen wir auch von unten dran. Feder müssen wir auch auf jeden Fall reparieren. Da müssen wir von unten wieder dran. Den Reifen können wir auch schon mal abnehmen, weil da ist genau das gleiche Problem wie auf der anderen Seite. Heißt, Bremse ist fertig. Ankerblech ist fertig. Beziehungsweise Bremse an sich ist nicht fertig. Die Bremsbeläge gehen noch, aber die Bremsscheibe ist fertig. Ist ein bisschen eingerostet. 3% noch Zustand. Wunderbar. Damit kann man noch fahren, das geht noch. Macht vielleicht ein paar komische Geräusche beim Bremsen, aber das geht noch. So. Die drei Mutter noch weg. Ankerblech weg. Genau, dafür müssen wir dann von unten dran. Da müssen wir von unten dran. Da müssen wir von unten dran. Von unten. Gut, ich glaube hier hinten. Reifen muss auch weg. Ankerblech muss nämlich auch weg. Ankerblech ist auch fertig hier hinten. Gerade gesehen, die Bremse sieht gut aus, aber von hinten sieht man, dass das Ankerblech fertig ist. Ah, der Bremsbelag ist kaputt. Okay, hier hinten passen die Bremsscheiben noch, aber die Bremsbeläge sind kaputt. Gut, wir müssen eh die Bremsscheibe wegmachen. Wir müssen auch hier Radnabe, das Zeugs wegmachen, Radlager. Das muss weg, das muss weg. Wir müssen nämlich ans Ankerblech dran. Wir müssen auch hier unten dann von unten nochmal dran. Wir können jetzt die Koppelstange entfernen. Das sollte eigentlich funktionieren, genau. Die Feder ist hier hinten auch kaputt. Das heißt, die müssen wir auch austauschen. Da müssen wir, wie gesagt, von unten dran. Kraftstoffpumpe ist auch kaputt. Kühler ist kaputt. Komme ich aber so aktuell nicht dran. Oder doch, ich muss nur hier den Lüfter entfernen. Da müsste auch der Kühler rausgehen. Ups. Ach komm, war schnell erledigt. Habe ich wieder vergessen, die Flüssigkeiten abzulassen. Egal. Nicht so wild. So, Bremsbeläge hier sind auch kaputt. Ich weiß nicht, ob wir noch Bremsbeläge im Inventar haben. Kann sein. Ich hatte ja mal einen kleinen Vorrat gekauft. Ich vergesse immer, das Radlager rauszutun. Ich hatte ja mal so einen kleinen Vorrat gekauft an ein paar Teilen. Gummilager und so weiter. Bremsbeläge hatte ich auch mal einen Vorrat gekauft. Okay, da müssen wir wieder von unten dran. Hier können wir aber noch. Die Feder ist auch kaputt. So. Würde ich sagen, fahren wir die Kiste mal hoch. Nehmen wir den Rest auseinander. So, der Querlenker muss erstmal weg. Ja, Motor müssen wir da auch noch einiges machen. Da kommen auch noch mal einige Teile zusammen. Ich sehe da jetzt schon mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile wahrscheinlich. Lass mal gucken. Die Gummilagerboxen müssten aber noch in Ordnung sein. Getriebe, da ist bestimmt der Anlasser noch irgendwo. Genau, der ärgert mich ja jedes Mal. Öl ist keins mehr drin. Normalerweise sollte auch so kein Öl rauslaufen. Beim Ölfilter. So. Wenn der Motor jetzt hier im Stand ist. Ist ja gerade nicht an. So, Getriebe ist weg, Ausrücklager ist fertig, Kupplung ist fertig. Beziehungsweise hier die Kupplungsdruckplatte. Kupplung ist aber doch auch fertig. Schwungrad passt soweit. Auf den ersten Blick auf jeden Fall. Dann haben wir hier drüben jetzt noch einiges. Na gut, wir gehen erstmal nach vorne. Machen wir erstmal das. Bevor wir jetzt da hinten beim Motor weitermachen, nehmen wir erstmal das komplette Fahrwerk auseinander. So, das haben wir. Dann haben wir die Teile nämlich alle schon mal weg. Dann können wir mal auf die Liste gucken, wie viele Teile noch übrig sind. Das sind ungefähr immer noch 1,5 Seiten. Eineinhalb Seiten noch. Da muss einfach noch mehr kaputt sein. Da muss noch mehr kaputt sein. Eineinhalb Seiten kriege ich jetzt vorne mit den Steuerzeugs nicht, Motorsteuergedöns nicht zusammen. Vielleicht, wenn wir die Federn hier noch auseinandernehmen, kommen noch Teile hinzu.
müssen ja auch alle neu gemacht werden. Okay, nee, die haben schon dazu gezählt. Gut. Jawohl. Dann machen wir mal weiter. Ich finde aber, die Gummilagerbuchsen sehen eigentlich noch in Ordnung aus. So auf den ersten Blick. Naja, machen wir hier mal weiter beim Motor. Mal gucken, was hier unter dem Steuergehäusedeckel noch so alles drunter ist und kaputt ist. Okay, da ist doch noch einiges kaputt. Ob wir da aber 1,5 Seiten ungefähr noch mit voll kriegen, ist die andere Sache. Ich würde es mir fast wünschen. So, die muss weg. Dann können wir den Keilriemen wegmachen. Dann können wir auch die Umlenkrolle hier wegmachen. Ist ja gar keine Rolle mehr dran. Ich krieg Probleme hier. Das kann normalerweise bleiben. Aber ich mache hier sicherheitshalber. Ich weiß jetzt nicht genau, bei eigentlich. Das Wasser ist ja schon ausgelaufen. Servoöl muss aber raus. Das muss raus, auf jeden Fall. Mehr kann ja dann eigentlich nicht auslaufen. Das Wasser ist mir schon rausgelaufen, weil ich das Falsche schon weggemacht habe. Den Kühler schon weggebaut, ohne das Wasser abzulassen. Bremsflüssigkeit läuft ja hier nicht weg, also ich gehe mal davon aus, dass das passt. Die Lichtmaschine war auch kaputt. Das hatten wir aber, glaube ich, schon vorher festgestellt. So, Umlenkrolle muss weg. Mal gucken, wie es dahinter noch aussieht. Da kommen auf jeden Fall noch einige Teile zusammen. Vielleicht muss ich den Motor doch nicht komplett auseinandernehmen. Da müssen wir mal gucken. Es wird spannend und es bleibt spannend. Okay, es sieht nicht ganz so schlimm aus wie erwartet. Wobei, wenn ein Zahnriemen noch dazu zählt. Nockenwellenrad. Wir gucken gleich nochmal auf die Teileliste, wie viel jetzt noch fehlt. Wir haben soweit sichtbar dann alles auseinandergenommen. Es sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teile. 7 Teile. Wie sehen denn die Zündkerzen aus? Müssen wir vielleicht mal gucken. Aber die Zündkerzen werden ja eigentlich durchgemessen mit dem Strom. Die müssten ja schon aufgelistet sein. Luftfilter weiß ich nicht. Hatten wir uns den schon angeguckt? Ich bin mir nicht mal sicher. Weg mit dem Deckel. Okay, der Luftfilter ist auch fertig. Da fehlen halt immer noch voll viele Teile. Es ist ja eigentlich gar nicht mehr so viel übrig. Das haben wir ja alles schon auseinandergenommen soweit. Das auch, da auch. Ich will mal kurz was testen. Was für einen Zustand die haben. 74%. Ne, wird aber nicht aufgelistet. Nein, keine neue reinmachen. Kriegt direkt die alte wieder rein. 74% oder so war das. So. Ja, Sicherung haben wir ja eigentlich durchgemessen, oder? Da müsste ja eigentlich was angezeigt werden, wenn da eine kaputt ist. Anderen Teile sind alle in Ordnung. Ja gut. Ich übersehe bestimmt wieder irgendeine total auffällige Sache. Oder habe wieder irgendwas vergessen. Ich kenne mich. Gut, wir nehmen es jetzt einfach mal komplett auseinander, was soll's. Wir haben 155% Schraubgeschwindigkeit. Wir sind hier wirklich schnell unterwegs. Apropos schnell leveln und schnell
arbeiten. Wir haben ja ein neues Level erreicht. Vielleicht kriegen wir wieder die Möglichkeit hochzuleveln. Verfügbare Kompetenzpunkte haben wir 6 Stück. 55% erhöhte Montage- und Demontagegeschwindigkeit. Oder schnellere Schraubgeschwindigkeit. Kostet 6. 230% Schraubgeschwindigkeit haben wir jetzt. Also es, die Schraube ist los, bevor wir überhaupt anfangen. Das finde ich gut. Ich merke keinen Unterschied, weil das vorher schon so schnell war. So, das passt auch. Zündspule nehmen wir raus. Zündspule, Zündspule. Zündkerze. So, Nockenwelle. Die können wir einfach rausheben. Okay, dafür muss noch ein bisschen mehr weg. Wahrscheinlich ist es am Ende gar nichts am Motor, sondern irgendein anderes kleines Teil. Oder doch irgendwelche Gummilagerbuchsen, die ich irgendwie übersehen habe oder was weiß ich. Ich weiß nicht, ob hier noch so viel kaputt sein kann, außer von unten, aber von uns. Klar, von unten kann viel kaputt sein, das schon, weil die Ölwanne war ja nicht mehr da. Aber ich habe da eigentlich vorhin auf den ersten Blick nichts gesehen. Wir nehmen mal den Zylinderkopf dann runter. Das Rohr hier könnte auch noch kaputt sein. Ist zwar nicht verrostet, aber es sieht so ein bisschen kaputt aus. Das gucken wir dann nochmal. Nö, das sieht aber eigentlich... Ja, oder dass die Kolbenringe vielleicht kaputt sind. Aber haben wir das nicht schon geprüft? Nee, haben wir nicht, weil der Motor ging ja nicht. Der Motor ging ja nicht. Das heißt, wir müssten theoretisch auch auf gut Glück die Kolben rausnehmen. Falls die Kolbenringe irgendwie fertig sind. Na dann. Ran an die Arbeit. Der Motor wird komplett auseinandergenommen. Ja, wir sind ja schon gleich fertig. Wir sind ja schon gleich fertig. Ich fahre die Kiste jetzt hoch. Schrauben wir von unten nochmal alles los. Gucken wir uns mal die Kolbenringe an. Ansonsten, ich weiß nicht, was noch kaputt sein soll. Ich habe vielleicht gedacht, dass hier auch noch irgendwas kaputt ist, aber das sieht nicht so aus. Ich will mir mal einen Kolben angucken. Jetzt bin ich schon wieder vorne hingerannt. Mann, dieses Auto macht mich fertig. Welchen habe ich jetzt losgemacht? Den? Ja, Kolbenring. Kolbenring. Es sind die Kolbenringe. Es sind die Kolbenringe. Wie vermutet die Kolbenringe? Weil das ist ein Teil, das sehen wir nicht. Das sehen wir nicht. Und wir konnten sie auch nicht prüfen, weil der Motor nicht gestartet ist. Das hätten wir dann prüfen können, wenn wir jetzt alles zusammengebaut hätten, dann vielleicht der Motor angegangen wäre. Vielleicht wäre er angegangen, vielleicht aber auch nicht. Ja, es sind aber die Kolbenringe. Das ist schon fies. Aber klar, kann passieren. Man muss hier auch ein bisschen nachdenken. So, das hätten wir dann soweit alles abgelöst, oder? Das ist lose, das ist lose, das ist lose. Fahren wir nochmal runter, dann gucken wir uns nochmal die anderen Kolbenringe an. Ach ja. So ein fieser Fehler. Ja, Kolbenringe. Auch Kolbenringe. 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 Also war es gut, dass wir alles auseinandergenommen haben. Wir hätten es eh machen müssen, es hätte nichts weiter geholfen. Wir haben jetzt alle Teile entdeckt. Somit können wir eigentlich mit dem Wiederaufbau beginnen. Ich will nur gerade nochmal schnell nachgucken, ob wir irgendwas davon reparieren können. Wie immer. So, das kann aber alles eigentlich so bleiben. Das auch, das auch, das auch. Lüfterzarge. Boah, volle Konzentration.
Hätte ich nicht reparieren müssen, habe ich gerade gemacht, weil ich Bock hatte. Kupplungsscheibe. Ich habe nicht gemerkt, dass das Teil umgeswitcht ist. So, Kupplungsscheibe ist auch wieder wie neu. Haben wir gerade echt wieder Weihnachtsmusik im Hintergrund laufen? YouTube, was soll das? Es tut mir leid. Ja, aber der Rest würde ich sagen, ist aber eigentlich soweit in Ordnung. Ja, müssen wir die komplette... Motor. Hinten. Wir müssen eigentlich die komplette dicke Karre hier fast neu machen. Ich mach mir mal ein paar Teile an. Brauchen auf jeden Fall Kolbenringe. Ich würde auch damit wieder anfangen. Kolbenringe rein, die Kolben wieder zusammenbauen, Pleuel festmachen und so weiter und so fort. Von unten dann wieder zumachen mit der Ölwanne, dann oben wieder weitermachen mit Zylinderkopf drauf. Die Nockenwellen wieder rein, da alles wieder festschrauben. Und mich da dann wieder weiter vorarbeiten. So wäre jetzt der Plan. Deswegen gehen wir jetzt gerade erstmal Kolbenringe shoppen. Ich möchte die Suche löschen, danke. Kolbenring, es sind, glaube ich, die normalen, genau, das andere ist alles V8. Wir brauchen 6 Stück davon. Gut, ups, das war einmal zu viel Escape gedrückt als gewollt. So, Kolben mit Bläuel, zack. 78% müsste auch noch passen. Müsste auch noch passen. Die Kolben waren ja in Ordnung, es ging ja nur um die Kolbenringe. Deswegen tue ich die alle wieder rein. Am Ende habe ich irgendwas wieder übersehen. So, die haben wir drinne. Falsche Seite. Dann fahren wir das Auto gerade mal wieder hoch. Und da fängt mir an, die Nase zu laufen, so. Okay. Wir können von unten wieder die Karre zusammenschrauben. Wir haben hier die Pleuel-Lagerdeckel, die klatschen wir gerade wieder drauf. Die waren ja soweit alle in Ordnung. Ich habe ja, glaube ich, einen aus Versehen repariert. Tut mir leid, lieber Kunde, ich habe wieder was besser gemacht, als es war. Bläulagerdeckel, nächster drauf. Die standen ja, glaube ich, nicht auf der Liste. Ich feiere das aber immer irgendwie so ein bisschen, wenn man wirklich den Fehler so suchen muss. Macht schon Bock. Gut, Schrauben wieder rein, Ölwanne ist drauf. Unten ist alles soweit fest. Das heißt, wir können eigentlich theoretisch erstmal oben weitermachen. Zylinderköpfe wieder drauf. 81%. Sind ja nur ein paar Schrauben. So. Auch wieder drauf. Dann wird es jetzt langsam wieder ein Motor. Dann sieht es bald aus wieder wie ein Motor. Gut, Nockenwellen waren auch in Ordnung. Die waren auch in einem recht guten Zustand, wenn ich das so richtig im Kopf habe. 75% ist auf jeden Fall gut. Das auch, das auch. So, gucken wir gerade mal, ob wir irgendwas schon abhaken können. Genau, die ganzen Kolbenringe, die können schon mal weg. Ölwanne kann weg. Gut, Kraftstoffverteiler. Nockenwellen-Lagerdeckel war auch noch gut. Kraftstoffverteiler, der war kaputt. Okay, dann besorgen wir da 9 auf jeden Fall. Gut. Vor lauter Teilen sieht man gerade gar nicht, was man eigentlich dran schraubt, aber ich versuche trotzdem eine Reihenfolge drin zu halten. So, wird schon passen irgendwie. So, dann haben wir das. Dann können die Ventildeckel eigentlich wieder drauf.
Dann die Zündkerzen wieder rein. Ich glaube, die standen ja auch nicht auf der Liste. Das heißt, die wären ja eigentlich alle noch in Ordnung. Genau, 81%, das ist auf jeden Fall gut. 77%. 76. Das ist ein Sechszylinder, deswegen haben wir hier drei Zündkerzen. Auf der anderen Seite auch nochmal drei. Mal gucken, ob das wirklich alles passt. Sieht so aus. Gut, Ventildeckel, der nächste Truff, 73%. Dann sieht es doch fast schon wieder aus wie ein Motor. Es wird doch langsam. Hatten wir schon neu gekauft, das ist kein Thema mehr. So, dann steht er soweit schon mal, aber wir brauchen natürlich noch für die Seiten hier alles. So, gucken wir gerade mal. Das kann auf jeden Fall schon mal alles weg. Wo habe ich denn gerade diese ganzen Nockenwellenräder da? Okay. Ups, falsch. Okay, den Rest kaufen wir dann. Jetzt erstmal hier nur am Motor. Nockenwellenrad. Habe ich vier Stück. Umlenkrolle Typ A habe ich jetzt nur eine. Den haben wir einmal. Riemenspanner haben wir einmal. Wir haben die Lichtmaschine einmal. Die kriege ich im Elektronikshop. Servopumpe kriege ich aber hierher. Dann haben wir noch Halter V8 Umlenkrolle. Kostet nur ganze 5. Kostet fast gar nichts. Keilriemen V6B. So, zack. Umlenkrolle. Zack. Okay, dann können wir hier normalerweise wieder zusammensetzen. Gut, Umlenkrolle Typ A haben wir auch. Im Top-Zustand, Wasserpumpe 80%, die ist in Ordnung. Umlenkrolle Typ A, da haben wir noch welche. Umlenkrolle Typ A, 90%, soll auch noch in Ordnung sein. Wir haben keine Lichtmaschine. Oder doch, wir haben eine, stimmt. Ich hab eine Lichtmaschine. Kann sein, dass ich die noch so im Inventar hatte. Dann gut, dass ich nicht... von mir aus. 50% ist auch noch in Ordnung. Kann mal gucken, dass ich wieder irgendwas ausknipse, weil bei den ganzen blauen Markierungen kommt man irgendwann durcheinander. Aber die sind schon ein bisschen eine Hilfe. Das auf jeden Fall. So, man sieht so grob, was man wo machen muss. So, Riemenspanner. Wir müssen natürlich den Riemen noch gespannt bekommen. Dann können wir die ganzen Gehäusedeckel drauf machen. Die Abdeckung. Okay, Halter können wir wegmachen. Drosselklappe können wir wegmachen. Umlenkrolle Typ A. Ich denke mal, das hier unten ist dann Umlenkrolle Typ B, oder? Hoffentlich. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn nicht, hätte ich da irgendwie noch einen Fehler drin. Okay, das passt. Gut. Okay, dann können wir wieder ein bisschen was abhaken. Keilriemen kann weg. Wir haben, ich glaube, auf der letzten Seite genau die Umlenkrolle und den Riemenspanner. Ach, dann ist ja nur noch halb so viel. Halb so wild, meine ich natürlich.
Okay, wir können hier Thermostat wieder reinbauen. Das war in Ordnung. Gut, Kupplung. Müssen wir dann noch machen. Erstmal hier Motor weiter zusammenbasteln. So, das muss ich von unten wieder dran machen. Die Kupplung muss ich von unten machen. Luftfilter gehe ich gerade mal ganz schnell einkaufen. Das können wir wegmachen, wegmachen. Luftfilter kaufen wir gerade einen. Costa 11. Costa 11 ist in Ordnung. So, Luftfilterdeckel. Der müsste noch in Ordnung sein. 75%. Jawohl. Dann haben wir die Klammern kurz. Hatten wir die eigentlich auch schon mal kaputt? Ich glaube nicht. Die hatten wir nur immer entweder dabei oder nicht dabei. Boah, mein iPad glüht gerade sowas von. Mein Tablet. Es ist einfach zu warm. Alexa, wie viel Grad haben wir im Wohnzimmer? Ach, 29,7. Gestern waren es 29,8. Alter Falter, und da noch konzentrieren bei. Das ist wirklich ein Kampf, aber was will man machen? Das will man machen. Ich sollte vielleicht auch mein Computergehäuselüfter wieder voll im Möhre laufen lassen. Dann haben wir ja auch wieder ein bisschen mehr Luftbewegung. So, da vibriert die Kiste. So, okay. Motor ist dann fast komplett. Würde ich sagen, auf den ersten Blick. Dann geht's hier mit dem anderen Gedöns weiter. Konnten wir auch nichts von reparieren, glaube ich. Ich krieg gerade nochmal ganz schnell gucken, aber ich glaube, da ging nichts. Da ging, glaube ich, nichts. Leider, leider, leider. Wir haben mal so viele Teile und man kann nichts mit anfangen. Echt schade. Na gut. Ich würde sagen, wir fahren die Kiste gerade mal hoch. Luftfilter kann weg. So, wir kaufen jetzt erstmal ein bisschen was ein. Den brauchen wir zweimal. Da will ich nochmal gucken, ob wir was im Lager haben. Da will ich nochmal gucken, ob wir was im Lager haben. Ankerblech mit 3 Loch. Was ist der Mindestzustand, was der Kunde möchte? 78. Dann drehen wir den doch irgendeinen Schrott an, oder? Es ist ja nicht Schrott. Es ist ja nicht Schrott. Nur ich brauche ja nichts Besseres einbauen, als der Kunde verlangt. Okay, da muss ich vom Motorraum wieder dran, um die Kühler einzubauen. Von mir aus. So, was haben wir hier noch? 80. 80 und 81. Die sind bestimmt sowieso aus dem Auto hier. Ankerblech, 3 Loch. Wollte ich jetzt gerade nochmal kurz gucken. Haben wir da was oder haben wir nichts? Ups, Ank Plus gibt's nicht. Na, jetzt klappt's aber. Nee, habe ich nichts auf Lager. Alles klar, dann brauchen wir das. Müssen wir kaufen. Hilft nix. So, Radnabe. 76%. Radnabe muss ich aber, glaube ich, nicht reparieren. Die ist nicht markiert. Somit müsste ich die eigentlich wieder einsetzen können. Auch wenn sie unter den Prozentwerten ist, die der Kunde haben möchte. Ist die Bremsscheibe auf der Liste drauf? Eigentlich auch nicht. Moment, was habe ich denn da jetzt für einen Bremsbelag reingemacht?
Moment, ich will den gerade nochmal abbauen. 74, nee, nicht 74. Bremsbelag 79. 79 muss eigentlich okay sein. Ja, Bremsbelag ist ausgegangen. Ankerblech, Ankerblech. Luftfilter können wir auch wegmachen. Querlenker, Querlenker. Können wir ausblenden. Gut, ja, die Seite passt. Wie gesagt, Radnabe ist zwar von den Prozentzahlen her schlechter, aber ist kein Kundenwunsch, dass die repariert werden. Bremsbelag haben wir bestimmt nochmal, ja, haben wir nochmal auf der Liste. Wir holen mal neue. Ups. Moment. Die brauchen wir immer mal. Geben wir dir einfach mal einen neuen. Ist der Bremssattel auf der Liste? Nee, Bremssattel ist keiner auf der Liste. Das heißt, den können wir wieder dran machen. Okay, dann machen wir das. So. Die Stoßdämpfer, die müssen wir auch noch zusammenbasteln dann. Kraftstoffpumpe brauchen wir auch noch. War Kraftstoffpumpe Elektronikteil? Nee, war es nicht. Gucken wir gerade erstmal hinten. Da brauchen wir auf jeden Fall dann Achsschenkel, zwei Stück. Nummer 1. Ankerblech brauchen wir gleich auch nochmal. Das sind ja, glaube ich, die gleichen wie vorne, oder? Genau. Es sind nicht die gleichen so an sich, glaube ich, oder? Genau, das sind HA Hinterachse und das andere sind VA Vorderachse. Genau, muss man auch drauf achten. Und ich muss gerade mal drauf achten, dass ich meine OBS-App wieder gestartet bekomme, damit ich die Zeit sehe, wie lange die Folge schon geht. Kann sich nicht verbinden, was? Oh, die geht schon 38 Minuten fast. Ach du Kacke. Ja gut, dann kommen wir jetzt gerade mal zum Ende von der Folge. Ja, ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall den Kampagnenauftrag fertig kriegen. Ja, so viel ist es ja eigentlich nicht mehr. Es ist nur zusammenpuzzeln. Und dann würde ich mich mal an den Mustang wagen, dass wir da auch vorankommen und die Karre langsam wieder auffüllen. Und dann mal gucken, ob wir den verkaufen oder behalten. Ich bin mir also nicht sicher. Wir werden das dann am Ende spontan entscheiden. Genau, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde wirklich sehr weiterhelfen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.